One, two, three, ah. Okay, Leute, ich grüße euch. Ich zeige euch heute mal, wie ihr zwei Rhythmen miteinander kombiniert, und zwar Shaamba und Shenan. Beides sind Roll-Ons, fließende Rhythmen. Und ich zeige euch nochmal, wie der Shaamba geht und der Shenan. Wenn ihr es in der Tiefe nochmal wissen wollt, schaut einfach in. Es gibt mehrere Videos zu Shaamba und zu Shenan. Also nochmal, Shaamba als Erinnerung war der Rhythmus. One, two, three. Das ist der Shaamba und der Shenan. Immer wie eine Pyramide. Alright, so diese zwei Rhythmen. Jetzt kombinieren wir die. Im Grunde geht es bei der Sache darum, ich empfinde es so, das schiebt enorm an, den Shaamba zu spielen und dann auf den Shenan zu gehen. Das ist super. Und ich sage das deswegen, weil du kannst das im Prinzip beliebig machen an irgendeinem Punkt, wo es dir halt gefällt. Aber jetzt so zum Üben, machen wir das mal so, viermal Shaamba, viermal Shenan. So, da hast du einen Rhythmus, ein System und kannst dich da gut reingeben. Ich mach's mal langsam erstmal vor, Shaamba. Das war jetzt gar nicht so langsam. Okay, Leute, wir machen das nochmal langsamer. Und ich mache aber nur einmal das Ding und zähle uns wieder rein. Genau, damit wir den Übergang erstmal üben wir vom Shaamba zum Shenan. Ich finde, der ist recht leicht. Leichter als andersrum, finde ich. Mal sehen, wie es ihr mögt. Und zwar Shaamba viermal. Ihr spielt den Shaamba bis zum Schluss aus, ja? Bam, bam. Und setzt dann hier einfach den Shenan dran. Yo, das ist es, ja. Also, ich empfehle euch, macht euch mit dem Shaamba vertraut, macht euch mit dem Shenan vertraut und dann setzt es aneinander. Es ist wirklich tatsächlich jetzt so, wie wir es hier hatten, aneinander gesetzt. Der Shaamba bis zum Schluss ausgespielt, Shenan bis zum letzten Schlag
Und dann einfach den Schambar wieder von vorne, ja. So, das ist jetzt das Grundding. Ich werde jetzt damit endet das Video für heute, die Übung. Ich werde jetzt zum Schluss noch ein bisschen inspirierter spielen und wünsche euch einen hübschen Tag.